Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Hallo und willkommen zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie sich wieder die Zeit für unser MacPom-weites Magazin im Regionalfernsehen nehmen. Unser Blick soll sich in dieser Ausgabe fokussieren auf die Entwicklung in den Innenstädten unseres Landes. Auch dort werden neben Städtebaufördermitteln europäische Mittel eingesetzt, um zum Beispiel nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern, Infrastruktur zu verbessern oder mehr Barrierefreiheit zu schaffen. Unser erster Beitrag berichtet dazu aus Waren-Müritz. Barrierefreiheit am Bahnhof Waren-Müritz. Seit Jahren wird darum gerungen. Nun kommt das Thema zu einem Ende. Die Fördermittel sind bewilligt. 2,2 Millionen Euro steuert das Land aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, zum barrierefreien Umbau der Bahnhofszugänge bei. Gesamtkosten 4,4 Millionen Euro. Ursprünglich sollte der barrierefreie Zugang zu den Gleisanlagen bereits im Zuge der Aufwertung des Bahnhofsumfelds gegeben sein. EFRE-Mittel flossen bereits in die von 2010 bis 2014 realisierte Neugestaltung von Plätzen, Bushaltestellen und Parkmöglichkeiten. Der Umbau der Bahnhofstunnelzugänge scheiterte damals an verschiedenen Vorstellungen. Mit ihrem Wunsch nach einer Treppen-Rampen-Kombination konnte sich die Stadt nun zumindest teilweise gegen die von der Bahn favorisierte reine Aufzugslösung durchsetzen. Zielstellung der Stadt war es immer, eine barrierefreie Lösung zu finden, die es ermöglicht, unabhängig von sozusagen technischen Lösungen die Barrierefreiheit herzustellen. Zum einen haben wir das Ziel, die Stadtteilverbindung zwischen der Nordstadt und der Altstadt hier zu schaffen und zum anderen die barrierefreie Verbindung zwischen den Bahnsteigen 2 und 3 und dem Hausbahnsteig anzubieten. Ein neues Kapitel schlägt die Stadt nordwestlich vom Bahnhof auf. Hier liegt die letzte innenstadtnahe Industriebrache. Circa 4 Hektar ehemaliges Bahnbetriebswerkgelände, das zukünftig als Gewerbegebiet genutzt werden soll. Die Stadt Waren ließ mit Hilfe von EFRE-Fördermitteln eine Machbarkeitsstudie durchführen, um das Gebiet zu revitalisieren. Alte Hallen, Wegebefestigung, Reste von Gleisanlagen, die sich noch hier befinden, all dies wird beräumt, abgerissen und entsprechend der gültigen gesetzlichen Vorschriften dann entsorgt oder beziehungsweise einer Verwertung zugeführt, um dann im Anschluss hier eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur hereinzulegen, sprich Straßen, Fähr- und Entsorgungsmedien und alles, was man sich üblicherweise in einem Gewerbegebiet so vorstellt. Nicht nur rund um die touristischen Hotspots an der Müritz wird gebaut, auch in Warens Nordstadt rollen bald die Bagger. Barrierefreier Bahnhof und Gewerbegebiet, beides sind zukunftsweisende Infrastrukturprojekte. Über die Gewerbeflächen erhalten mit dem Mecklenburger Backstuben und dem Möwe Teigwarenwerk zwei wirtschaftliche Aushängeschilder der Stadt endlich einen einfachen Zugang zur Bundesstraße. Möglich dank der Förderzuschüsse von Land und EU. Wir bleiben beim Thema Bahnhof, wechseln aber zum Busverkehr. Unsere Kollegen aus Wismar werfen einen Blick auf die zentrale Anlaufstelle für den öffentlichen Personennahverkehr in der Hansestadt. Der zentrale Busbahnhof in Wismar ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der nun modernisiert werden soll. Landesinfrastruktur- und Verkehrsminister Christian Pegel traf sich mit Wismars Bürgermeister Thomas Bayer, dem Bausenator und Vertretern des städtischen Verkehrsbetriebs sowie dem lokalen Nahverkehrsunternehmen Nabus direkt vor Ort, um sich ein Bild von dem Vorhaben zu machen. Zu diesem zählen neben digitalen Anzeigetafeln mit Verspätungsanzeige vor allem Maßnahmen für die Barrierefreiheit. Für die Nabus ein wichtiger
wichtiger Schritt für die Kundenfreundlichkeit. Wichtig ist ja, wenn umgebaut wird, wird es besser für die Kunden. Für diejenigen, die mit einer Beeinträchtigung leben und umgehen müssen, für die Fahrer. Es wird in der Organisation einfacher, übersichtlicher. Und wenn wir den nächsten Schritt machen, dass wir auch Echtzeitinformationen dann anschließend anzeigen können, sind wir auf einem guten Weg. Mit rund 64.500 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wird die Investition von knapp 80.000 Euro gefördert. Eine von vielen Investitionen aus EU-Mitteln direkt in die Infrastruktur. Die Idee ist, wenn das alles attraktiv ist, dann gibt es hoffentlich mehr Menschen, die umsteigen. Die Idee ist also hier vor allen Dingen für blinde Menschen, für sehbehinderte Menschen sehr viel mehr zu tun als bisher. Insgesamt mit einer Toilettenanlage, die barrierefrei ist, dafür Sorge zu tragen, dass alle auch gerne diesen Busbahnhof nutzen. Und das ist ein schöner Nebeneffekt, es werden gleich entsprechende Leitungen hergelegt, dass der Busbetrieb selber ein sogenanntes dynamisches System anbauen kann. Also ich kann oben an Tafeln, genau wie bei der Eisenbahn, erkennen, ob der Zug 3 Minuten Verspätung hat und ob er noch kommt und welche Busse demnächst fahren. Ich werde also auch für die Busse so eine dynamische Anzeige haben. Für die, die dann nicht ganz sicher wissen, ist mein Bus noch da oder schon weg, die können es dann auf den ersten Blick erkennen. Von daher ist ein schönes Rundumpaket, was wir hier mit etwas über 64.000 Euro aus europäischen Fördermitteln unterstützen dürfen. Umsetzen wird die Baumaßnahme der stadteigene EVB-Verkehrsbetrieb und das möglichst bald. Wir haben natürlich jetzt im Moment durch die Situation der Bauwirtschaft ein ziemliches Problem, würde ich mal sagen, dass wir da für diese kleine Maßnahme eine Firma bekommen. Aber wir werden schauen, was das Ausschreibungsergebnis bringt. Und erst dann kann man über weitere Schritte berichten hinsichtlich Umsetzung, wie lange dauert es, bis fertig wird, wie sind die Zeitverzögerungen hier auf dem ZOB und alles Dinge, die man dann mit der Baufirma, die beauftragt wird, besprechen muss. Als zentraler Knotenpunkt soll der Wismarer Zopp so aufgewertet und damit auch der Nahverkehr attraktiver gemacht werden. Mit dem Wismarer Nahverkehr schaffen wir es nicht in den Ort unseres letzten Beitrages. Wir wollen nämlich noch einen Punkt auf der Sommertour von Bauminister Christian Pegel begleiten und die führte ihn und uns nach Pasewalk. Eine Sommertour führte Bauminister Christian Pegel nach Pasewalk. 5 Besichtigungstermine zum Thema Städtebauförderung standen insgesamt auf dem Tourenplan. Letzter Termin, das Standesamt am Pasewalker Marktplatz. Einst war das Gebäude ein Kaufmannshaus, erzählt Bürgermeisterin Sandra Nachtwey. Wissenswertes über die Pasewalker Historie hat auch Elke Komnick von der Tourismusinformation zu bieten. Sie ist eine der Nutznießer der Gebäudesanierung. Neben der Tourismusinfo hat unter anderem auch das Einwohnermeldeamt hier eine neue Adresse gefunden. Größte Profiteure sind allerdings die zukünftigen Hochzeitspaare, die die standesamtliche Trauung nun in einem großzügigen, fotogenen Trauzimmer und in zentraler Lage vollziehen können. Der damalige Bürgermeister, Herr Dambach, war der Meinung gewesen, das Haus im Zentrum der Stadt, dass man das nicht weiter verfallen lassen darf. Und da kam er auf die Idee, eben einen Teil der Verwaltung, aber auch ein Bürgerbüro oder sonstige Sachen hier mit einzurichten und hat das Gebäude dann für die Stadt angekauft. Und die Sanierung und die ganzen Planungen, die sind dann sozusagen in meine Zuständigkeit dann gefallen mit meinem Amtsantritt. Und dann haben wir das dann umgebaut, dass das Standesamt, die Wohngeldstelle und auch das Einwohnermeldeamt und auch unsere Stadtinformationen jetzt zentral am Marktplatz liegen und nicht mehr am Rande der Stadt, da wo das Rathaus bei uns leider liegt. Pasewalk verzeichnet ca. 100 Trauungen pro Jahr. Durch das überregional genutzte Krankenhaus gibt es zudem jährlich über 500 Geburten zu beurkunden. Mit dem Umzug aus dem Rathaus an den Markt bietet sich neuer Platz für zusätzliche Mitarbeiter. Da mit diesem Nutzungskonzept zudem ein historisches Gebäude erhalten werden kann, gab das Bauministerium grünes Licht für eine Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Städtebauförderung ist ein Zusammenspiel von Bund und Land in der Förderkulisse und die Kommunen haben jeweils ausgewiesene Gebiete, in denen sie Städtebauförderung einsetzen wollen und entwickeln dann eigene Pläne. Von daher ist das der Umstand, dass das Standesamt bei der Städtebauförderung gewollt war, ein Stück weit der Zielstellung der Stadt zuzuschreiben, die sagt, dieses Gebäude für uns ist am Markt so wichtig, auch so stadtbildprägend, dass wir es erhalten wollen, dass wir es erneuern wollen, dass wir hier für Sorge tragen wollen, dass wieder Leben einzieht. Also das haben wir als Städtebauförderung gern begleitet, weil schon der Eindruck war, dass es hier wirklich um den Marktplatz herum einfach wichtig ist, mal einen positiven Eindruck zu arrondieren und vor allem wieder Leben in dieses Haus reinzukriegen. Jetzt ist hier die Tourismuszentrale der Stadt Pasewalk drin und für weitere Nutzung sucht man intensiv in der Hoffnung, dass man damit eben auch den Marktplatz insgesamt ein Stück weit belebt bekommt. Das wäre ein schönes Signal nach außen.
Unter anderem sucht die Stadt noch einen Kaffeebetreiber, der sich in den unteren Räumen des Gebäudes ansiedeln könnte. Langfristig könnten auch andere Gebäude am Marktplatz Umbau, Sanierung oder Neunutzung erfahren, um Pasewalks Stadtkern zu beleben. Hier müssen aber erst geeignete Konzepte her und Eigentumsverhältnisse geklärt werden, bevor Bund und Land als Unterstützer erneut ins Spiel kommen könnten. Das waren sie wieder, unsere drei Beiträge aus Mecklenburg-Vorpommern. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.